So, guten Morgen, liebe Freunde der Kohlenhydrate und des wohlgenährten Abnehmens. Bei mir war gestern Katastrophen-Food-Diary, mein tägliches Food-Diary, ich glaube heute Nummer 17. Es klappt eigentlich super gut, dass ich immer gut vorbereitet bin, genug esse, genug zu mir nehme, damit ich keine Heißhungerattacken bekomme. Gestern war allerdings der absolute Stresstag. Unser Hund wurde kastriert, Tierarzt. Jeder, der ein Tier hat, der weiß, da leidet man richtig mit und ich bin quasi, ja, halb verhungert, sagt man ja so, ne? Natürlich bin ich nicht verhungert, aber heute habe ich enorm Hunger. Deswegen glaube ich, werde ich heute mehr essen als gestern. Ich hoffe es zumindest. Der Bernd hat uns schon mal einen großen Fruchtsmoothie gemacht. Der besteht aus 4 bis 5 sehr, sehr reifen Bananen. Möchtest du auch, Livia? Livia bekommt auch, ne? Du hast einen kleinen Minishake. Ganz viele Datteln, die eingeweicht waren in Wasser. Einen kleinen hast du. Habe ich schon gezeigt. Und tiefkühlrote Früchte, den teile ich mir mit Bernd. Das ist ungefähr 800 Milliliter bis 1 Liter für jeden. Ich mag immer gerne ein großes Glas. Ja, ich glaube, getrunken habe ich gestern auch zu wenig. Machen wir mal eben Strohhalm. Ich hatte übrigens gutes Pipi, wollte ich nur sagen. Ah, kein Blut, okay. Der Arzt soll man darauf achten. Okay, danke. Von gestern schon super gewesen. Super. Schön, schön, schön. Die Drainage pumpt. Oh, sofort den Tank leer gemacht. Ah, also pumpt ihr den Tank, super. Wenn also die Drainage anmacht, könnten wir hier sogar eine Küche dann anschließen. Mhm. Und oh. Ja, heute ist Tank auffüllen angesagt. Wir haben jetzt eine Heißluftfritteuse. Ich weiß nicht, wer das alles kennt. Kommt nicht heute auch der Entsafter? Kommt nicht heute der Entsafter? Heute ist? Ach, Donnerstag. Morgen kommt der. Also wir haben heute kommt der Mann für die Therme. Wir haben eine Heißluftfritteuse, damit können wir zum Beispiel Pommes aus Kartoffeln mit ganz wenig Öl. Olivia, hör mal auf mit dem Kakao hier rumzustreuen, bitte. Nimm dir was und dann stell das bitte oben hin, den Streuer. Ja. Können wir Pommes selber machen aus Kartoffeln mit wenig Fett, was sich ja für unsere High-Carb-Low-Fat-Ernährung super anbietet. Ich sag nochmal, wir machen Low-Fat, nicht No-Fat. Also wir essen Avocado, Nüsse, Samen, Öl auch. Nur halt nicht so viel wie früher oder wie der allgemeine Durchschnitt, sag ich mal. So, und jetzt frühstücken wir erstmal unseren super Smoothie und dann geht's weiter mit leckeren Dingen. So, sorry für den Lärm. Ich muss mal eben hier filmen, meinen Salat. Und zwar haben wir hier Feldsalat, Rotkohl, Tomaten. Dann habe ich Bohnen da reingemacht, Zwiebeln und etwas Paprika. Und als Dressing mache ich mir jetzt Granatapfelsirup. Aus der Türkei haben wir das noch. Das ist so lecker. So. Dann habe ich eine halbe Zitrone. Quetsche ich mir aus. Und das Geräusch, was ihr hört, der Bernd macht gerade Pommes selber aus frischen Kartoffeln. Das seht ihr in seinem Food Diary heute, wenn ihr das möchtet, in der Heißluftfritteuse. Und dann kommt da noch Olivenöl drauf, griechisches Olivenöl, 1,5 Liter, haben wir 7,50 Euro für bezahlt damals in Griechenland. So, das reicht. Und dann mache ich jetzt noch ordentlich Salz und schwarzen Pfeffer aus der Mühle drauf und dann lasse ich mir das mal schmecken. Also ich zeige jetzt doch die Pommes, die sind komplett ohne Fett aus der Heißluftfritteuse und die schmecken wirklich okay. Natürlich mit Fett frittierte Pommes schmecken geiler, aber als fettfreie Alternative super. Wir machen jetzt noch eine Portion mit einem Teelöffel Öl auf die ganze Portion. Mal gucken, wie das dann so schmeckt. Heute wird alles frittiert. Das sind Sojaschnetzel. Daraus machen wir eigentlich Schnitzel immer. Also die werden paniert und gebraten. Und? Nicht gut. Gar nicht. Ne. Bäh, das schmeckt wie Hundefutter. Also, wir machen jetzt eine Soße und ich nehme euch mit. Mama Mia,
Und zwar machen wir eine Tomatencurry wie Gewürzketchup, aber als Sahnesoße. Es schmeckt so lecker. Ich versuche die vollwertig zu machen. Deswegen nehme ich Cashewnüsse, die habe ich. Einen Moment, Livia. Einen Moment, da musst du dir was anziehen. Sonst bist du auch noch nackig im Video. Guck mal her, Livia, wir ziehen. Wenn Kinder sich selber ausziehen können und das lieben, das zu machen. Also 80 Gramm Cashewnüsse und 250 Milliliter Wasser wird erstmal zu einer Sahne gemixt. So, das ist jetzt eine Sahne. Jetzt geben wir mal rüber. Ihr dürft auch mit. So, es gibt nämlich diese wunderbaren Krautwickel, die der Bernd letzte Woche, glaube ich, gekocht hat. Die sind gefüllt mit Reis und Schmorzwiebeln. Die sind so, so lecker und vollwertig auch. Also ohne große, es ist halt nur ja, Reis, Zwiebeln, Weißkohl und Gewürze. So, die Sahne schütten wir in Ketchup rein. Ich vermute, wir brauchen noch ein bisschen mehr Ketchup. Oh, der ist noch nicht auf. Einen Moment. Ich habe jetzt noch reingemacht Ketchup. Und jetzt spielen wir Fangen. Einen Moment. Rühren wir das mal um. Da kommen jetzt als Gewürze rein Currypulver und Paprika-Gewürz. Das Rezept zu diesen Veganski heißen die, weil die vegan sind und vollwertig, ist in unserem Kochbuch das wunderbare Rezept. Dieses Rezept allerdings noch nicht, weil wir das bis vor kurzem noch mit einer veganen Fertigsahne gemacht haben. Haben wir jetzt ausgetauscht in was Vollwertiges und das wird vielleicht in unser drittes Kochbuch kommen. Aber alle, die Interesse am Kochbuch haben, unten in der Infobox findet ihr die Details dazu, könnt ihr euch anschauen, was da so für Rezepte mit zu machen sind mit unseren Kochbüchern. Könnt ihr ein bisschen stöbern, wenn ihr möchtet. So, das lasse ich jetzt einmal aufkochen. Eigentlich hätte ich euch das Rezept ja gar nicht verraten dürfen, ne? Aber ich liebe das so sehr, euch zu inspirieren. Ich habe gerade auf Instagram Fotos geschickt bekommen, wie die liebe Maria angefangen hat, Sprossen zu ziehen. Und das nicht nur von einer Sorte Linsen, auch Bohnen, verschiedene Sorten Linsen und Erbsen. Da habe ich mich so gefreut, wenn ich euch inspirieren kann oder zu einer gesünderen Ernährung irgendwie helfen kann, so halt vollwertiger zu essen. Und dass es gar nicht so viel Arbeit sein muss, weil man, das ist natürlich viel Arbeit, so Krautwickel vorzubereiten. Aber guck mal, wir haben die portionsweise eingefroren und können jetzt halt mehrfach auftauen. So kann man das dann ganz einfach im Alltag integrieren, auch wenn man einen stressigen Alltag hat. Ach so, das gibt's ja auch noch, ne? Aus der Heißluftfritteuse Pommes. Die sind noch nicht fertig? Doch, aber hier ist voll. Ach so, okay. Ich zeig euch die einmal. Und jetzt mit Öl oder ohne? Ohne. Gut. Guten Appetit. Also ich habe schon probiert. Es ist zu viel Curry an der Soße. Die ist lecker, aber ich hätte die gerne eher tomatiger. Du, Bernd? Findest sie gut. Bernd mag sehr viel Curry. Also es schmeckt gut, aber ich hätte sie jetzt anders erwartet. Aber mir fehlt ein bisschen Salz. Und das lassen wir uns jetzt mal schmecken. Mamo. Bei uns gibt es jetzt Kaffee. Das ist meine zweite Tasse Kaffee für heute. Wollte euch die erste nicht verheimlichen, habe ich nur vergessen zu erwähnen. Und ich liebe meine neue Tasse. Die ist so schön. Nein, die war reduziert auf 4 Euro noch was bei Teddy. Ja. Jetzt gibt es die zweite Portion von diesen Krautwickeln für mich. Sind nochmal 2 Stück. So, ich habe mir jetzt hier so einen Joghurt gemacht. Der ist auf Kokosbasis vom Aldi. Mango Maracuja. Mit Tiefkühl-Süßkirschen und Himbeeren. Ja. Ich habe nur einen gemacht. Damit kein Low Carb ist. Man merkt, ich habe gestern zu wenig gegessen. Ich habe I'm hot hungry, Heißhunger, auf ungesunden Scheiß. Ja, die esse ich jetzt. Diese Riesenschüssel, das ist echt viel. Ich glaube, das sind 2 Portionen, aber man gönnt sich ja sonst nichts. Ich habe da echt Bock drauf. Sowas rächt sich. Zu wenig essen. Das ist wirklich, wenn man immer, sobald man merkt, man verspürt Appetit, man bekommt Hunger, also zumindest bei High Carb, essen.
nicht den Hunger aufkommen lassen. Aber gestern mit dem Kastrieren und so, mir war übel. Ich hatte echt keinen Appetit, aber heute kommt es wieder. Ja. Ich denke, das wird auch das letzte sein, was ich heute esse. Und dann werde ich das Food Diary jetzt beenden. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bei Fragen schreibt mir gerne Kommentare. Ich liebe das, Fragen zu beantworten über Ernährung. Ich habe gerade noch auf Instagram mit jemandem geschrieben. Da wollte nämlich jemand Müsli morgen früh machen. Wie sie das genau machen soll, weil sie hatte gehört, man soll die Haferflocken zum Beispiel in die Mikrowelle packen oder über Nacht einweichen. Aber das sind ja ganz andere Sachen als Müsli, was sie ja mich danach gefragt hat. Müsli ist ja halt einfach frisch gemacht und über Nacht einweichen sind Overnight Oats. Und in der Mikrowelle hätte man zum Beispiel Porridge. Das sind alles verschiedene Gerichte. Ist eine ganz einfache Frage, aber ja, sowas, ich mag sowas. Na gut, danke fürs Zuschauen und bis morgen, nee, bis heute Abend beim Daily Vlog. Tschüss!